So, hallo und herzlichst willkommen auf dem etwas anderen Kartenlegekanal Angel Readings. Schön, dass du da bist. Wir wollen heute natürlich mal wieder im Kollektiv schauen, was ist denn da so rund um dich und um deinen Wunschpartner los. Frage, die wir heute an die Karten stellen, ist aufgrund der letzten Readings, wo man immer sieht, okay, da tut sich ja irgendwie was in deine Richtung, die Frage da, ja, was könnte denn sein nächster Schritt in deine Richtung sein? Was plant der denn da? Ne? Männer haben ja tatsächlich auch ab und zu mal einen Plan, ne? Wenn der Kopf mal ein bisschen zur Ruhe kommt. Ich habe auch momentan in der Kollektivenergie oder in der Energie allgemein sind die Menschen, die Leute einfach nicht hier am Kanal, sondern im draußen, Arbeit, Supermarkt, Öffentlichkeit, einfach anstrengend. Na, jeder wird immer grummeliger, jeder wird immer nörglicher, jeder zieht so ein Gesicht, wenn man mal in die Autos schaut. Also da muss man schon immer gucken, dass man seine eigene Laune hochhält. Ganz, ganz wichtig. Ne? Lass dich bloß nicht anstecken, ne? Mit Grummeligkeit, sondern wir wollen Leichtigkeit, wir wollen fröhlich sein und lachen. Na, das ist immer ganz wichtig, weil das Leben ist schön. Das Leben ist eine Reise, eine kurze Reise und die soll ja dann auch so schön wie möglich sein. Also lebe, hab Spaß, mach dein Ding und wenn wir jetzt sehen, gibt es da einen Schritt von ihm in deine Richtung, gut. Wenn nicht, darfst du natürlich auch entscheiden und sagen, ja dann ne, bin ich halt mal weg, hast du Pech gehabt, weil ich bin ein ganz, ganz toller Mensch. Du hast den Verlust, nicht ich, von daher tut es mir sehr leid für dich. Na? So. Oh, jetzt muss ich schauen, ob mir der Akku reicht. Das ist ja immer so eine Sache hier. Wir probieren es mal aus. Und boing, da ist auch schon das Bild. Das Bild, YouTube ohne Bild, das geht ja mal gar nicht. Und deswegen, ja, wir vertrauen einfach mal meinem Akku und schauen mal, was könnte denn hier, ja, sein nächster Schritt sein in deine Richtung. Ich bin schon gespannt. Na, wir machen es mal so. Ich mische ja immer, wenn ich am Computer rumsitze, mische ich auch immer so ein bisschen die Karten durch. Und wir schauen jetzt mal, was man da so für Karten bekommt. Da hüpfen schon drei Karten raus. Ja gut, wenn ich schon das hier sehe, na, das sind die vier der Münzen, da geht es sehr, sehr stark darum, dass einer klammert, dass einer nicht wirklich loslassen kann. Na, dass einer sagt, ich bin da irgendwie nicht so gut unterwegs, was das Loslassen angeht. Ich kann auch dich nicht vergessen. Ging vielleicht in der Vergangenheit schöner, besser, toller, ne, dass ich sage, okay, dann bin ich halt mal weg. Aber in diesem Fall, gerade jetzt, wenn wir in seine Energie reinschauen, da steht schon anders. Ne? Da geht es schon so ein bisschen drum, ich kann dich nicht loslassen, ich kriege dich einfach nicht aus meinem Kopf, wundere ich mich selber über mich. Na, und dann mit dem Ritter der Stäben, ja, da geht es ja auch so ein bisschen, da hat er schon den Drang, vielleicht einen mutigen Schritt auf dich zuzugehen. So, aber dieser mutige Schritt, na, jetzt da geht es ja auch schon sein nächster Schritt in deine Richtung, ist hier ja mit dieser Karte der Kraft, da geht es schon so ein bisschen drum, auch mutig zu sein, aber nicht mit Gewalt, sondern mit Herzlichkeit etwas zu zähmen. Also das ist die Kraft, die von innen kommt, ja, mit der Kraft, die da ist. Ich glaube, er bündelt nochmal seine letzten Kräfte, weil er einfach merkt, oh mein Gott, ich komme ja gar nicht von dir los. Na, das sieht man sehr, sehr gut an den vier Münzen. Da klammert sich schon einer so ein bisschen drin. Das ist eigentlich schon die Karte für, ja, in der Liebe nicht loslassen können. Also wenn du ihn nicht loslassen kannst, kann ich dich beruhigen, denn auch er kann dich nicht loslassen. Ne? So, da geht es momentan in seinen Überlegungen um einen mutigen Schritt. Da geht es darum zu sagen, ja, ich könnte vielleicht mal irgendwas probieren, aber mit Sanftmut, mit Geduld, ne, vielleicht ein bisschen auch auf dich zugehen oder auch mal auf dich einzugehen. Vielleicht hattest du ja bislang das Gefühl, dass der gar nicht so richtig auf dich eingegangen ist. Ne? Du warst vielleicht irgendwie nur so da wie eine Katze. Ja, aber jetzt kapiert er schon, okay, ein neuer Weg mit dir und ein neues Kapitel im Buch eures Lebens in der Liebe, das geht nur über, ja, einen anderen Weg, einen neuen Weg. Also diese Erkenntnis, die schon oft da ist im Rückzug, na,
Das sieht man hier schon. Es ist ja auch ganz oft so, Kennenlernen oder Partnerschaften gehen vorbei und dann erkennt man erstmal, was man an dem Partner eigentlich hatte. Na, das ist ganz oft der Fall. Deswegen ist auch die Energie oftmals so, dass ich dir sagen kann, okay, da tut sich noch was. Na, da kommen sie auf dich zu, privates Reading oder hier auf YouTube. Aber es gibt natürlich auch Readings, wo ich sage, okay, da ist nicht so besonders toll. Die Energie, das ist jetzt vielleicht jetzt was, wo du dir auch mal überlegen solltest, gehe ich mal meinen eigenen Weg. In seiner Energie, wenn wir jetzt da mal reinschauen, sein nächster Schritt in deine Richtung, da geht es schon darum, oh mein Gott, ich kann dich gar nicht loslassen. Ich müsste mal mutig sein, auf dich zugehen. Das Ganze aber piano, piano, mit Sanftmut, anders auf jeden Fall auf dich zugehen, um dass man dieses Kapitel vielleicht nochmal wieder öffnen kann. Also du siehst, da schaut es schon mal ganz gut aus, rund um ihn herum, beziehungsweise ja rund um seinen Kopf. Und wenn es im Kopf schon mal passt, ja, dann bin ich ja auch schon halbwegs zufrieden, weil im Hirn des Mannes gehen auch manchmal ganz komische Dinge vor sich. Na, Ass der Stäbe, auch nochmal so eine Karte für ein Risiko, na, wo er sagt, ja, ich müsste schon mal riskieren, ich muss ja vielleicht irgendwie eine Möglichkeit finden, an dich heranzukommen, dass hier wieder was sprießen kann. Und das ist hier auch die Karte für neue Energie, dass Dinge anders werden, neu werden. Ich glaube, wenn du jetzt das Gefühl hast, ja, da braucht es mal dringend was, was anders wird, weil der hat dich vielleicht nicht geschätzt, ist nicht auf dich eingegangen, hat dir nicht das zurückgegeben, was du gegeben hast. Ne, der war irgendwie, ja, auf der Couch mit Chips und Bier im übertragenen Sinne, hat sich nicht um dich bemüht, dann müssen auf jeden Fall Dinge anders werden. Und ich glaube, das hat er jetzt schon verstanden, weil, ja, mit dem Ass der Stäbe wieder eine Karte, wo ich sage, da geht es ums Risiko oder weil was riskieren und zu sagen, die müssen Dinge anders machen. Acht Stäbe, da geht es auch um neue Energie, um, ja, vielleicht auch, dass etwas gedeihen und entstehen kann, etwas Neues, Schönes bei euch beiden. Denn, ja, die Königin der Schwerter, das bist du in seiner Energie. Die steht ja auch für zuversichtlich sein. Ne? Wenn er an dich denkt, dann weiß er wahrscheinlich schon, dass du eigentlich auch jemand bist, der momentan zuversichtlich ist, dass ihr die Dinge vielleicht besser oder anders machen könntet. Ne? Ja, manchmal schläft was ein oder er lässt es einschlafen oder er schläft gar selber ein. Ne? Und du tust und tust und machst und denkst dir, ja, da kommt erstens nichts zurück und zweitens mal hast du ständig diese Angst, dass wenn du aufhörst, dich übermäßig zu bemühen um ihn, dass er dann weg ist. Und das ist ja mal eine ganz, ganz schlechte Ausgangsposition. Da wollen wir natürlich, dass von ganz alleine etwas von ihm zurückkommt oder dass er sich auch einfach mal so um dich bemüht. Na? Ja, Ziel ist es hier auf jeden Fall mal die Maske fallen zu lassen. Schiff, Träume, Sehnsüchte, Ziele. Die Reise zu dir soll vorzugsweise ohne Maske stattfinden. Ich sehe ja eh schon, dass er sich da was vorgemacht hat, wenn er die Idee hatte, er könnte dich loslassen. Hat er nicht funktioniert? Jetzt muss ich wieder überlegen, ja, wie komme ich denn wieder an dich ran? Also weg mit der Maske. Das Schiff, das ist ja die Lebensreise, auch die Lebensreise in der Liebe. Ne? Also da in Bezug auf, ja, sich was vormachen, das hat er ja hier, wo er gemerkt hat, na, Moment mal, ich komme ja gar nicht von dir los, bin ja gar nicht so auf dem Damm, wie ich es dachte, ne? Vielleicht hat er das schon öfters gemacht. Vielleicht hat er sich schon öfters mal gedacht, okay, ach, ich ziehe mich einfach zurück, erklär dir vielleicht gar nichts oder gib dir keine Klarheit, ne? Bin mal weg und lebe mein Leben, aber dieses Mal funktioniert das nicht. Da hat er sich quasi etwas vorgemacht. Ja, die Maske, die ist gefallen. Hier geht es jetzt ganz klar darum, wie kriege ich den ganzen Mist wieder zusammen, den ich jetzt hier verbockt habe. Hoffentlich machst du mit. Ne? Königin der Schwerter ist nämlich auch so eine Karte, ja, für Klugheit. Also er nimmt dich schon als eine kluge Frau wahr oder auch eine Frau, mit die ein gutes Einfühlungsvermögen hat. Also du bringst ja quasi alles mit, was man so braucht für eine Partnerschaft. Von daher wundert es mich nicht, dass er dich jetzt nicht loslassen kann, wie es vielleicht 20 Mal vorher funktioniert hat. So, gut, dann wollen wir mal weiterschauen. Lucky, 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 was haben wir da?
Okay, in der nächsten Zeit, naja, der Magier, da geht es auch um Erfolg, da geht es schon auch um Willenskraft. Also ich denke schon, er will schon. Ja, hier geht es auch tatsächlich darum, um Entscheidungen zu treffen. Also ich entnehme dem Deck schon sehr viel, aha, ich muss jetzt mal, aber wie mache ich denn das? Die drei der Stäbe, auch so eine Karte. Ruhe, Entscheidungen, geht's weiter, beende ich was? Nee, lieber nicht. Ich habe Sehnsucht. Der Magier, ich habe den Willen und ich möchte auch gern den Erfolg mit euch beiden haben, weil Erfolg in einer Partnerschaft kommt ja auch nur, wenn beide am gleichen Strang ziehen. Ne? Und nicht, wenn du dir einen abzerrst und er einfach gar nichts macht, dann läuft es halt einfach nicht. Und ich glaube, dass er das verstanden hat, erstmal mit dem Magier, der Wille und die Idee, dass da was entstehen kann. Ja, die Liebenden, auch eine interessante Karte im Deck. Da ist das Thema, es gehören zwei Menschen zusammen, aber irgendwie mag es oder hat es bis jetzt nicht so richtig funktioniert. Na, die Sehnsucht, die Liebe ist da, da muss es Möglichkeiten und Lösungen geben. Ja, dass der Berg verschwindet, die Schlange verschwindet, dass die Sonne scheinen kann, dass die Wolken verschwinden, dass das Glück Einzug halten kann. Ich glaube, das ist so sein Thema. Was kann ich tun, damit es hier irgendwie vorwärts geht, damit ich mit dir in eine schöne Partnerschaft komme? Und dafür musst du eigentlich nichts machen, weil ich habe so das Gefühl aus den Karten, dass du schon alles gemacht und gegeben hast, was das angeht. Na? Von daher, mit den drei der Stäben, ja, da geht es um Sehnsucht, um Entscheidungen. Sehr, sehr schönes Deck hier an der Stelle. Wenn ich mal reinfrage, sein nächster Schritt in deine Richtung, ja, der wird auf jeden Fall kommen und zwar ein großer Schritt. Denn der Hund, das ist auch nochmal so eine Karte für die Loyalität, für die Treue, die Freundschaft, die Anhaftung an euch beide. Der Bär, die Kraft, die Stärke, das Selbstbewusstsein, das ist auch eine Karte für eine starke Bindung, die es da gibt mit dem Bären. Also, obwohl ich merke schon, euer Zusammensein ist oder war schwierig, ne? Da gab es Themen auf jeden Fall, aber die Bindung ist sehr stark zueinander und deswegen wird sein nächster Schritt in deine Richtung wahrscheinlich relativ schnell kommen. Das wird wahrscheinlich auf eine vollkommen dämliche Art sein, weil er nicht, ja, dich nicht überfahren will oder überrumpeln will mit irgendetwas. Er wird das vorsichtig machen. Er wird es auf eine vollkommen dämliche Art machen. Also halt die Augen offen auf Social Media, WhatsApp, Facebook, was es alles gibt, ob er sich irgendwie bemerkbar macht, vielleicht über Dritte, ne? Ja, schönen Gruß und so, ne? Also da, ja, sind Männer meistens vielleicht auch nicht so die feinfühligsten, aber ich glaube, dass das ein Schritt sein wird, der bald kommt, dass das für ihn ein großer Schritt sein wird, sich irgendwie erstmal wieder bemerkbar zu machen, in der Hoffnung, du nimmst es wahr. Also da heißt es auf jeden Fall jetzt mal Antennen ausfahren und schauen, ding, 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 was könnte das denn sein? Von daher, bin ich schon sehr gespannt. Lass das mal so stehen. Ich hoffe, du konntest in Resonanz gehen mit der Legung. Ich bedanke mich von Herzen fürs Zuschauen und gerne auch einen Daumen drauf, einen Kommentar würde ich mich freuen. Und bis dahin, bleib gesund, sei lieb zueinander. Und genau, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ciao.